Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. So, jetzt legen wir mal los mit dem Dino. Hatten wir eigentlich schon Text? Ausrüsten, ja, Slot und ich habe nichts. Na gut, schade. Ja, jetzt legen wir auf jeden Fall mal los mit dem Dino. Dino. So. Ah, wir sind wieder in der Stadt. Okay. Und überall sind Insekten. What's the plan, Optimus? For the time being, the cyberforming has slowed. But Megatron will undoubtedly go after the plasma core to start it again. And it sprung a leak before it ejected. Even if Megatron never gets it, we still have to shut it down. We should scan for Deceptor creep activity. That plasma core eject button wasn't targeted. Megatron's gonna need someone to go pick it up. Split up and find a Decepticon. Beim Einsatz von Grimlock kannst du mit perfektem Timing und Kreis ausweichen, um den Feinde zu schnappen und wegzuschleudern. Du kannst auch in seinem Dino-Modus beschleunigen, indem du schnell Kreis. Bum 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 bum. Oho. Cool. Okay. Kann ein bisschen laufen. Bam 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 So. Hop. Zack. Au, okay, stimmt, der ist hier kaputt. Verdammt. Hop. Proudster Logbuch, Eintrag 0000110128, Kranix. Die Crew wurde ebenso wie Nova Prime infiziert. Sie haben unserer Mission den Rücken gekehrt. Nur ich bin noch übrig. Sie wissen, dass ich ihnen kein Cyberforming an weiteren bewohnten Welten mehr erlauben werde. Selbst wenn ich das Schiff dafür opfern muss. Aber es gibt noch eine Chance. Das Shuttle. Es kann mich nicht zurück nach Cybertron bringen, aber vielleicht zu einem von uns geformten Planeten. Vielleicht kann ich meine restlichen Tage in Frieden leben. Ich habe so viel Schreckliches gesehen, die zerstörerische Kraft unseres Schiffes und des Planeten, auf dem wir gelandet sind. Nichts ist seither wie früher. Ich habe das Schiff so programmiert, dass es nach der nächsten Aktivierung des Ferrotaxis abstürzt. Vielleicht kann ich ja entkommen. Harter Tobak. Hä? Da muss ich lang.
cause for that juice left, even with the core removed. Looks like most of the cyberforming has stopped. Not all of it. It's continuing on reserves. And the Ferrotaxis is still fully operational. Was für eine bescheuerte Taktik, aber es funktioniert. Aber. Tja, 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 tja. Wow. Oh ne, jetzt hat er wieder Leben. Na, komm schon. Pau. Hm? Pau. Bam. Ja, goddammit. Soll ich den Dame jetzt treffen? Mit dem Ding. Ja. Komm schon. Komm schon, da ist noch einer. Und pow, erledigt. So. Soll ich mir mal irgendwas rein? OP-Scanner. Credit-Scanner und Objekt-Scanner. So. Bam, bam, bam.
Feigling-Taktik wirkt. Bam, 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 bam. Yes, ich hab sie alle ausgeschaltet, die Dinger. Hoho. Geil. So. Proud Star Logbuch, Eintrag 00001102 Kranix. Wir sind auf einen Planeten gekommen, der ein Cyberforming kaum wert ist. Es kostet zu viel Energie, den ganzen Schlamm und die Felsen und das Wasser zu einem Planeten zu machen, auf dem Cybertronier leben können. Doch viel schlimmer noch ist, dass es dort Leben gibt, Pflanzen und intelligentes, wenn auch nicht mechanisches Leben. Es ist keine Optikweide sicher, doch das bedeutet noch lange nicht, dass man es einfach zerstören darf. Wenn Nova Prime und die anderen die Cyberforming-Protokolle der Proudstar starten, sorge ich dafür, dass wir in die Planetenoberfläche krachen. Das wird allerdings nur funktionieren, wenn Xiaxus meine versteckten Befehle im Betriebssystem von Telestran Alpha nicht findet. Er ist als einziger klug genug dafür, aber hoffentlich ist es dann schon zu spät und ich bin in einem Shuttle. Ich habe mich für eine Rückkehr nach Lithon entschieden. Es sollte dort bereits gut aussehen, wenn ich ankomme, und es war meine Erinnerung nach der letzte Planet, auf dem wir uns alle noch stolz und glücklich gefühlt haben. Das Gefühl könnte ich jetzt auch gebrauchen. Oh nein, die Cyberforming-Protokolle sind aktiviert. Ich muss zum Schiff. Es ist meine einzige Chance. Ja, das war wohl eine Reise voller Tücken. Thundercracker, you come and weep. Me crush you. Mach ich halt so. Nein! Und jetzt? Ah, du Scheiße. Wo ist denn der? Hey, ich bin zu langsam als Dino. Und da hat der Dino die Fliege gefressen. Puh. Today is a good day to join our cause, Thundercracker. My loyalty only goes so far. Tampering with plasma energy? That's madness. Wow, that took like no convincing at all. No wonder they call you Thundercracker. Very funny, Pipsqueak. No one should have that thing. You want to get it? That's fine. So long as you promise to get rid of it. I think we could handle that. It's on the island. Megatron sent Blitzwing after it. You're closer, so you might be able to beat him there. I know the island. Only way onto it is to cross Liberty Bridge. Sounds like fun.
Gib dich zur Insel. Na gut. Da lang. Na. Oh, ich bin ein Dino, so ein geiler T-Rex. Wuhu! Ein Geheimobjekt erhalten. Neues Generations-Artwork für die Galerie freigeschalten. Wuhu! Ah. So, pow. Boom. Ow. Tang, tang, tang. Und los geht's. Bow, 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 da, da, down, down, down. Ich kennt mir nichts, Laser. Down, 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 da, da, da. Halt, da lang. Ding, 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 ding. Dann, dann, dann. Woo! Woo! Aua. Mami. Was ist jetzt los? Ey. Was geht hier rum? Leben. Nein, kein Leben. Oh, cool. Nein, nein. Ah. Dann halt so. Naja gut, dann mache ich an dieser Stelle jetzt Schluss für die Folge. Wenn sie euch gefallen hat und vor allem wenn euch diese Dino hier gefällt, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Und ihr wisst, wie immer, haut rein.
Tja. Das war jetzt ein komisches Ending. Ja, ein bisschen komisch, oder? Tja.